Liebe Freunde der gepflegten Rollenspiele, wir sind wieder mal zurück in KSP und in der letzten Folge haben wir so ein paar Touristen in einen kleinen Suborbit geschickt und haben sie danach auch wieder zurückgebracht, ist ja klar. Ich dachte mir, dieses Mal versuchen wir nochmal was ganz anderes. Ein Orbit. Wollen wir doch mal versuchen, beziehungsweise darauf wollen wir hinarbeiten. Wir müssen einmal gucken, ob wir die richtigen Sachen schon quasi verfügbar haben. Klar, eigentlich wären die hier ziemlich gut. Und Leute, das machen wir einmal. Die schalten wir einmal frei hier. Den und den. Denn die beiden Dinger werden wir brauchen, die sind nämlich besser als die kleinen Dingers hier. Hauptsächlich wegen dem kleinen Engine hier. Der LVT-30 Reliant, der ist nämlich ein kleines bisschen effizienter, packt ein bisschen mehr Power raus und ist leichter als der Swivel. Und ist damit natürlich ein bisschen effektiver, auch ja, ein bisschen effizienter. Wir haben hier auch einen größeren Fuel Tank. Das heißt also, damit ist unsere Rakete dann auch ein bisschen stabiler. Und wir werden jetzt mit den Dingern einmal schauen, was wir so bauen können. Und da müssen wir erstmal gucken, wie machen wir das. Also erstmal ganz klar ist, dass wir hier den Parachute nehmen. Heat Shields brauchen wir nicht. Weil wir brennen nur einen ganz einfachen kleinen Orbit. Einen Orbit so bei ungefähr 80 Kilometern. Werden wir erstmal versuchen. Das Ding ist, da müssen wir erstmal hin. Das bedeutet, wir brauchen erstmal als Final Stage, die wir ganz am Schluss brennen, ein paar von denen hier. Mit dem Reliant unten dran, das ist ganz klar. Boom. Da brauchen wir dann einmal noch den Hammer. Und wir werden schon ziemlich schwer hier. Den schieben wir mal auf 50. So. Staging, klar. So. Bump, 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 bump. Dann packen wir da schon einmal ein paar Fins ran. Und zwar drei Stück. Wir machen nämlich eine mit drei Boostern. Genau, so. Und die drei Hammer Solid Booster. Ich hoffe mal eigentlich auch, dass das reichen wird. Drei Hammers. Ansonsten. Ja, jetzt werden wir eigentlich schon wieder zu schwer. Aber Leute, wir können ja auch nochmal unser Landing Pad upgraden. Da haben wir ja das Geld für. Also macht das erstmal nichts. Wir werden den erstmal fertig bauen. Die 18 Tonnen. Die kriegen wir schon noch hoch. Wo haben wir die denn? Hier haben wir sie, die Nose Cones. Damit das Ganze auch so ein bisschen aerodynamischer ist. Was brauchen wir noch? Ja klar, die müssen auch nochmal ein bisschen runter. Die machen wir auch mal auf 50. Dadurch haben wir hier einen gesamten Thrust von quasi 150. Also anderthalb dieser Booster auf 100. Das sollte eigentlich genügen. Die sind das. Zack, boom, weg. Dann kommt. So. Wir wollen die nicht gleichzeitig absprengen und also die drei Booster hier. Wumm. Die kommen erstmal, dann wird abgesprengt und zeitgleich wird der gezündet. Die schieben wir nochmal ein bisschen runter. Beziehungsweise, hey. Nehmen wir den hier. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass die da richtig dran sitzen an dem Ding.
So, na also. Das sieht schon besser aus. Die müssen wir noch mal ein bisschen weiter runterschieben. Ganz einfach, damit die quasi nach oben hinweg gesprengt werden. Dass sie sich quasi von dem Raumschiff wegneigen, denn die bewegen sich ja dann, wenn wir sie abwerfen, immer noch nach oben, und wenn wir sie dann nach dahin zeigen, also vom Raumschiff weg, dann gehen die schön auseinander und fliegen möglichst weit weg vom Schiff. Gleichzeitig sollten wir die Kabler allerdings auch ein bisschen schwächer machen, damit die diese Dinger nicht so weit auseinander schießen, dass die Dinger hier quasi herumwirbeln. Wir wollen die so weit nur quasi abschießen, dass die hier ganz locker, ganz sanft sich abneigen und dann quasi einfach von der Aerodynamik selber nach außen weggezogen werden. So wollen wir das machen. Des Weiteren, was brauchen wir noch? Klar, wir könnten noch eine Service Bay hier unten ransetzen. Wenn wir dann eine hätten, also wenn wir die jetzt wollten, dann könnten wir da die Service Bay ranballern und ja, fertig wäre das. Würde ich aber allerdings mal nicht machen erstmal. Wir wollen erstmal gucken, ob wir mit dem Teil überhaupt so in den Orbit kommen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir das hinkriegen sollten. Wir könnten auch zur Not nochmal hier quasi eine weitere Stage ranmachen. Das wäre gar kein Problem. Obwohl, Leute, das machen wir. Wir haben ja quasi dann das Geld dafür. Ne? Wir ziehen die einfach nochmal weiter hoch. So. Und so. Und dann. Ja, wenn wir die alle jetzt so quasi auf 50 setzen, hier, dann ja, können wir die quasi allesamt absprengen. Das können wir auch machen. Dann bräuchten wir diese Decoupler gar nicht. Aber dann haben wir wieder das Problem, dass wir so viel Gewicht auf einmal haben. Das ist ja auch nicht so das Geile. Da könnten wir ganz einfach die ein bisschen schwerer, mehr Power geben. Dass wir die dann quasi einzeln abwerfen. Weil sonst könnten wir auch einfach vier an diesen hier rummachen und den und dann zwei von denen jeweils Power von 100 geben und die abwerfen und dann feuern wir die nächsten beiden. Das wäre dann quasi genau das Gleiche. Und das wäre dann ein bisschen effektiver. Aber das machen wir nicht. Wir machen das so. Den brennen wir dann hier oben. Genau, den ziehen wir mal mit hier hoch. Dann haben wir den. Dann haben wir die beiden. Da oben haben wir dann den und den. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Die werden gezündet. Der wird gezündet und sprengt ab. Der wird gezündet, sprengt ab. Der wird gezündet, sprengt ab. Dann zum Schluss sprengen wir den ab und dann ist wieder Re-Entry. Das sieht auch eigentlich ganz gut aus. Würde ich jetzt mal so sagen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Wir nehmen allerdings nochmal ein paar Fins ran. Und zwar hier oben an diese Stage. Ganz einfach, dass wir hier nochmal ein paar Fins haben, die uns nochmal zusätzliche Stabilität geben. Denn Stabilität wird ein großes Thema sein für diese Rakete, die 23 Tonnen wiegt. Oha, oha. Also wenn uns das nicht in einen sauberen Orbit brennt, wo wir auch anständig Fio noch drin haben, dann weiß ich auch nicht. Vielleicht brennt uns das sogar in einen Orbit, der so fett ist, dass wir da Probleme haben, anständig reinzukommen. Wir wollen ja einen Low Orbit haben eigentlich. Aber so oder so, also zu viel Fio kann man nicht mitnehmen. Den nennen wir jetzt erstmal so. Den Orbiter Concept. Unused Monopropellant Source. Ja, alles klar. So. Gut. Speichern. Und er hat hier nur, ist zu schwer für unser Landing Pad und cannot transmit science.
Das Science Transmitting ist allerdings kein Problem. Das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist einmal unser Landing Pad upgraden. Zum Glück ist das nicht allzu teuer. Denn wenn wir das upgraden, haben wir ein Maximum Vessel Weight von 140. Zack. Und es sieht auch schon anders aus. Ist also auch eine schöne Sache. So. Dann wollen wir doch mal schauen, ob die Orbiter Concept ja. Da würde ich wirklich mal sagen, die jagen wir ins All. Leute, das riskieren wir jetzt. Ich habe keinen Plan, ob uns diese Rakete anständig in den Orbit brennt. Klar, es geht auch ein bisschen kleiner. Das ist ganz klar. Allerdings fand ich immer so, wenn wir eine kleinere Rakete nehmen, die weniger Stages hat und so. Oha, die wackelt hier aber schon rum. Das gefällt mir nicht wirklich. Okay, okay. Wir brauchen da also unbedingt auch nochmal ein paar Sachen. Wir spielen hier mit Permadeath. Wenn wir das Teil hier in den Sand setzen, dann ist hier aber was los. Also gut, okay, okay. Okay. Das wird doch was. Also, sie hebt schon mal ab. Die Rakete hebt ab. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und diese Stage ist definitiv zu schwach. Ich weiß gar nicht, wie viel Power wir auf der Stage hier haben. Aber die ist ein bisschen zu schwach. Naja, werden wir schon überleben. Wir sollten so langsam in den Gravity Turn und wir müssen mal so ein bisschen hier unsere Ausrichtung stabilisieren. Denn wir gehen so ein bisschen zu weit. Ah. Ja. Okay, wir haben's. Das Staging haben wir also total verschissen hier. Also die. Die Einstellung. Aber okay, okay. So, und das Teil müssen wir jetzt so ein bisschen hier rüber drehen. Electric Charge hat sich wieder aufgefüllt, weil wir hier natürlich einen Engine haben. Der sorgt dafür, dass wir unsere Batterien auch wieder aufladen, so ein bisschen. So. Das sieht doch eigentlich so gesehen schon mal ganz gut aus. Schön tief in den Gravity Turn. Hier haben wir schon mal. Oh ja. Alles klar. Ich glaube, da waren wir ein bisschen zu steil reingegangen. Erstmal. Und das hat dann dafür gesorgt, dass wir hier jetzt so einen frühen, hohen Orbit haben. Aber. Das kriegen wir noch hin. Sobald wir hier erstmal. Hatten wir den Auftrag? Nee. Okay, sobald wir hier im Dingens sind, in Space, müssen wir einmal den kleinen Auftrag annehmen, von wegen Orbit brennen. Das müssen wir nochmal machen. So. Stimmt. So. Space Center. Ganz schnell. Den Auftrag wollen wir nicht verpassen, Leute.
Den wollen wir nicht verpassen. Hätte ich ruhig dran denken können. Orbit Kerbin. Zum Glück können wir den noch annehmen. Test Swivel. Nee. Alles klar, nee. Spaß vorbei. Jetzt geht's weiter. Orbiter Concept. Fliegen. So. Und da sind wir wieder. Haben den Orbit. Also den. Den Auftrag. Und wir gehen in den Map View. Und schauen mal, dass wir hier einen anständigen Orbit brennen. Noch. Wir müssen auch auf unseren Fuel achten. So, wir brennen jetzt unter den Horizont hinein. Hier ungefähr hin. So, brennen wir ungefähr. Es liegt daran, weil wir dadurch ein bisschen quasi zur Erdbeschleunigung hinarbeiten und uns somit schneller den Orbit hier rausbeschleunigen. Und damit haben wir den Orbit gebrannt. Wunderbar. Und wir haben noch ein bisschen Fuel drin. Ja, nicht schön, aber selten, Leute. Ja, yeah, we didn't tell the recovery team that you'd be staying in space. Oh nee. Oh nee. Dieser Humor. Naja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt nochmal ordentlich Geld gescheffelt dadurch. Das Schöne ist, dass wir jetzt hier auch noch einmal... Ja, ein EVA können wir natürlich jetzt noch nicht machen, aber jetzt, wo wir hier im Weltraum sind und so, da können wir auch nochmal hier so einen kleinen Report machen. EVA können wir natürlich jetzt noch nicht machen. Allerdings wollen wir doch mal schauen, dass wir nicht irgendwo an einem anderen Biom landen können, damit wir nochmal ein bisschen Science abgreifen können. So ein bisschen jedenfalls. Und da wollen wir doch mal schauen. Oh, vielleicht hier hinten irgendwie. Klar, wir können jetzt noch keine Manöver planen oder so. Denn dafür müssten wir... dafür bräuchten wir ein Upgrade auf unsere Tracking Station und auf unser Mission Control. Soweit ich das weiß. Aber... wir können jetzt erstmal so ein bisschen hier uns darüber freuen, dass wir so ein bisschen hier herumfliegen können. In Space. Und wir werden einfach mal so ein kleines bisschen nach da brennen. Sollten wir noch mal ein bisschen so gucken können. Denn so zu brennen wird uns den gesamten Orbit hier quasi von dieser Perspektive aus jetzt... entgegen den Uhrzeigersinn drehen, kippen. Also der Punkt wird tiefer hier runter gehen und der hier wird höher gehen. Ja. Also können wir ja einmal ganz kurz machen. Wir haben ja noch Fuel. Ja, da man sieht es ein bisschen. Wir wollen allerdings nicht zu viel Fuel hierbei verwenden. Außerdem, hier wollen wir weiter hoch, obwohl der dreht sich ja so rum. Wir werden erstmal so bleiben. Und dann werden wir, glaube ich, mal hier nach da, nach unten brennen. Ne, nach unten, nach unten. Damit wir, in diesem... wüstigen Biom, das wir hier hinten haben, landen können. Dass wir hier irgendwo landen können, dachte ich mir. Und dazu sollten wir jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen hier die Zeit beschleunigen. Denn immerhin haben wir viel zu tun. Und natürlich, 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 wir müssen
Einmal so. Ein bisschen ganz vorsichtig das alles angleichen. So. Und dann lass mal schauen. Wir müssen dran denken, 90 Grad. Also ungefähr, wenn wir bei der Periapsis sind. Ja, das sieht gut aus. Nee, doch nicht. Jetzt drücken wir den runter. Ah, oh, dann habe ich ja total verschissen hier. Wir wollen doch nach oben hier. Meine Güte. Und wir müssen dran denken, dass wir den Orbit auch wieder runterbrennen. Und ich glaube, wir brennen jetzt erstmal Retro. So. Da haben wir Prograde. Also einmal kurz zurück auf die andere Seite drehen. Retrograde. So. Und dann werden wir mit dem letzten Rest hier abbremsen. Und da passt jetzt auch schon. Alles klar, hier kommen wir definitiv wieder in den Orbit zurück. Also auf die Oberfläche zurück, meine ich. So, jetzt haben wir kein Fuel mehr. Dann heißt es jetzt, den Spaß hier abwerfen. Ja, nach da. Boom. Und dann können wir nichts weiter mehr machen als warten. Und da kommen wir auch schon wieder in die Atmosphäre rein. Supi. Das heißt ja, dann werden wir irgendwo hier landen, oder? Naja, auf jeden Fall, wir werden mal schauen, wo wir landen. Und so ist mir das doch ein bisschen zu schnell. So. Wir haben immer noch SAS an. Von daher, das Teil wird hier stabil bleiben, obwohl den können wir eigentlich ausmachen. So, noch einmal kurz an, dass er hier sich nicht mehr weiter rotiert, damit das alles schön stabil liegt. Und der wird ganz von alleine sich ausrichten. Beschleunigen wir mal ein bisschen die Zeit. Hoffentlich explodiert uns das Ding nicht, obwohl wir kommen eigentlich in einem Winkel auf, der flach genug ist, dass wir hier ausreichend gut abgebremst werden. Da fängt es schon an. Wir bremsen runter. Sieht doch gut aus, sieht gut aus. Yo, das sah doch sehr gut aus. Müssen wir jetzt nur einmal gucken auf unser Höhenradar hier. Alles klar. Dass wir da quasi sehen, wie hoch wir hier über dem Boden sind, damit wir wissen, wann wir unseren Fallschirm auch zünden sollten. Dass wir hier möglichst schnell runterkommen und perfekt landen. So, wir sind jetzt hier in einem ganz neuen Biom, wo wir vorher noch nicht waren. Huh, gut. EVA Report. Deserts. Alles klar. Wir sind in der Wüste. Crew Report. Klar, da kriegen wir nicht wirklich viel Science raus. Aber ist trotzdem etwas. Der größte Erfolg ist natürlich, dass wir jetzt den Orbit gebrannt haben. Und da können wir eigentlich so gesehen schon ganz stolz auf uns sein. Auf jeden Fall müssen wir noch ein bisschen den Orbiter optimieren. So. 29.
Und wir haben hier Jebediah jetzt, der hat noch einen XP-Punkt bekommen und hat somit ein Sternchen. Ist das schön? Gut. Was? Explore the Moon. Ja. Bis zum Moon, das wird noch ein bisschen dauern. Was haben wir denn sonst? Radio Mount Parachute, da könnten wir uns noch mal so ein bisschen Geld wegsnacken. Sollte eigentlich relativ einfach sein. 4000 Meter, 50 Meter die Sekunde Minimum. Radio Mount, das wird einfach, Leute. Allerdings wollen wir doch erstmal schauen, ob wir hier nicht beim Research and Development irgendwas machen können, obwohl eigentlich ja nicht. Die brauchen wir ja gar nicht. Allerhöchstens hier das Barometer und Service Bay. Weil die Service Bay ist natürlich in dem Sinne nützlich, dass wir damit die ganzen Kleinigkeiten, die wir sonst so am Äußeren des Schiffes anbringen, dass wir die da drinnen anbringen können. Und dann sind die quasi, erzeugen die keinen Drag oder sonst irgendetwas. Und ist somit natürlich aerodynamischer und vor allem auch sicherer. Ja, aber eigentlich hierfür bräuchten wir noch ein bisschen, da müssen wir noch ein bisschen grinden, das ist ganz klar. Und ja, ich würde mal sagen, so machen wir das. Wir werden den Mark II Radio Mount Parachute einmal kurz uns zurecht grinden. Dann müssen wir einmal kurz hier im Vehicle Assembly reingehen und einmal kurz gucken. Da haben wir doch die Origin Vessel. Und seht ihr, die werden wir auch immer wieder mal kurz benutzen dafür. Hämmern wir mal die Geschichte hier voll, den hier voll. Nehmen den hier mal weg. Denn da kriegen wir nämlich den hier. Zwar zweimal. So. Zack. Und zack. Und damit sind wir hier auch schon ready to launch. Nicht wahr? Radio Mount Parachute Mark II. Genau, der ist das. Nochmal sicher gehen, dass das auch stimmt. Und dann snacken wir uns nochmal ein bisschen Geld. Denn grinden müssen wir auf jeden Fall. Geld ist eine wichtige Ressource für uns. Auch eine, die knapp ist. Ach, ist das schön mit diesem neuen Landing Pad. Und wir haben hier jetzt auch irgendwie Prograde, Retrograde. Ja, weil wir natürlich jetzt einmal im Orbit waren. Da können wir natürlich jetzt eben, da haben wir den Grund. So, jetzt brennen wir zu Ende hier. Wir haben jetzt hier Retrograde und Prograde. Es liegt einfach darin, jetzt waren wir quasi im Orbit einmal und jetzt gibt es quasi den Grund dafür. Also jetzt hatte man quasi wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, dass sowas vonnöten sein kann. Und deswegen gibt es die jetzt. Man muss sich ja das so vorstellen, wir sind quasi die Ersten, die das machen. Na? So. Und jetzt wollen wir hier mal schön auf unserem Space Center landen, dass wir da auch noch mal schön ein bisschen, genau, da haben wir noch mal Science abgekassiert. Das ist schön. So. So, dann wollen wir doch mal schauen, wo wir mit dem gesamten Gedödel hier hinfliegen. Ich hoffe mal, wir fliegen hier, wir landen hier auf dem Research and Development. Denn ich denke mal, da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht gelandet, oder?
Oh, jetzt drehen wir uns natürlich. Toll. Wir sollen und wollen uns nicht drehen. So. Wir werden nämlich jetzt versuchen, hier die Aerodynamik so ein kleines bisschen zu nutzen. Bei 4 Metern pro Sekunde ist sie natürlich nicht extrem, dass wir quasi nach da so ein bisschen in die Richtung, in der wir uns hier neigen, so ein bisschen dahin fliegen. Und ja, das sieht auch gut aus. Machen wir mal aus. Sparen wir. Obwohl, ist ja auch nicht nötig. So, und dann machen wir hier auch nochmal das Übliche. Einmal Crew Report und einmal ein EVA Report. Genau, und da waren wir auch noch nicht. Herrlich, Recover the Vessel. So, damit haben wir jetzt 33 Science-Punkte. Und was wir jetzt noch einmal machen ist, wo wir ja das Geld von dieser einen Mission hier haben, falls wir jetzt nicht hier noch irgendwie so eine Splashdown, Flight over Carbon, nee, brauchen wir nicht. Howell, 250 Kilometer entfernt, nee, machen wir nicht. Wir werden einmal kurz das Barometer hier freischalten. Denn mit dem Barometer können wir ganz, ganz tolle Sachen machen. Und da kriegen wir auch richtig viel Science raus. Da brauchen wir einmal hier die Atmo One. Und dann nehmen wir hier die Goo-Kanister weg. Mit der kommen wir ganz geschmeidig aus der Atmosphäre raus. Und da werden wir einmal, einmal am Boden, dann einmal Lower Atmosphere. Obere Atmosphäre, das sind dann schon mal 3. Und Weltraum. Das heißt also, wir brauchen einmal 8 insgesamt. Das ist eine ganze Menge, Leute. Aber es lohnt sich. Das sieht. Ja, es sieht schon ein bisschen bescheuert aus, aber damit können wir jetzt in einem Zug einmal die gesamten Barometerwerte in der Atmosphäre abscannen, Leute. Und das ist doch was Schönes. So, das machen wir allerdings. Nicht mit Jebediah, sondern mit Valentina. Die kann auch mal wieder ran. So. Dann wollen wir doch mal schauen, dass wir das hinkriegen. So, SAS an. Wir wollen das Teil schön gerade hochkriegen. Genau. Und dann aber hier. Log Pressure Data. 2,2. Holen wir uns noch einmal. So. Und dann wollen wir doch mal schauen. Das sieht gut aus. Jupp, das wird gut gehen hier. Das wird gut gehen. So, Nummer 2 jetzt. Log Pressure. Log Pressure. So, wenn wir dann hier oben sind, nehmen wir noch einmal und dann im Weltraum auch nochmal. Aber noch nichts. Crew Report ist also immer noch sauber. Dann geht's jetzt nochmal weiter hoch. So. Log 6,5 und noch einmal hier 6,5. Können wir hier einen sauberen Crew Report nehmen? Natürlich nicht. Da hatten wir schon alles. Und weiter nach oben. Und da fliegen wir wieder. Wumm. Und weg damit. Gut. So. Da sind wir. 7,2. Genau.
It's as if it were in a vacuum. Yo. Also als wären wir hier in einem Vakuum wären. Und damit haben sie ja auch recht, irgendwie. Wir sind ja in einem Vakuum. Und dann gibt es noch, ich glaube bei... Oh, das... Disarm. Das war jetzt nicht nötig. Ich habe aus Versehen die Leertaste gedrückt anstatt hier SAS. Aber zum Glück gibt es dann nochmal kurz Disarm. Damit uns der nicht irgendwie abreißt. So, gut. Hier nehmen wir nochmal kurz einen Crew Report. Da ist aber noch nichts. Wir müssen ziemlich weit raus, damit wir sagen können, wir sind weit weg von Kerbin. Und Valentina freut sich. Ja, okay. Und dann geht's wieder abwärts. Schön. 1000 Meter die Sekunde, 1 Kilometer pro Sekunde. Yo, das sieht gut aus. So, SAS aus. Und dann landen wir wieder. Greifen wir uns nochmal richtig schön viel Science ab. Leute, das bringt richtig Science jetzt. Das kann ich euch sagen. Brandneues Spielzeug freigeschalten hier und direkt einmal geschaut, was uns das denn so bringt. Da bin ich happy. Da bin ich richtig happy. Und da wird's auch schon wieder was. Gut. Wunderbar, wunderbar. Das schlägt gleich auf. Das hören wir gleich. Also was heißt gleich? Das wird wahrscheinlich aufschlagen, wenn wir erst den Fallschirm geöffnet haben oder so. So wie das aussieht. Ja, definitiv. Das ist nur 1 Kilometer entfernt von uns. Wir machen vorher den Fallschirm auf, bevor das Teil aufschlägt. Da ist es. So treffen wir uns wieder, Booster. Alles klar. Ja, stimmt. Die Stage hatten wir ja aktiviert, Leute. Die Stage hatten wir ja schon aktiviert. Wir müssen ja jetzt so extra über das Context deploy. Okay, das sieht gut aus. Ich habe mich eben so erstmal gefragt, so, warum aktiviert er die Stage nicht? Aber ja, wenn man die einmal aktiviert hat, dann kann man sie nicht noch ein zweites Mal aktivieren. Nee, da mussten wir jetzt extra so hier über das Kontextmenü nur. Naja, okay. Hat ja noch alles gut geklappt. Wir haben ja noch ordentlich Platz gehabt hier nach unten. So. Können wir hier noch was machen? Ja. Grasslands. Geil. Komm her. Mach mal einen EVA-Report nochmal. So. Noch mehr Science. Gut, gut. Was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir wieder ordentlich eine gute Tasche voll Science hier. 56,7. Meine Güte. Geile Sache. Und was können wir damit freischalten? General Construction. Also hier, die bräuchten wir dann schon mal. Also... kann man sich jedenfalls gut denken. Launch Stability Enhancer. Jo, die wären doch eine ganz tolle Sache, wenn wir die nehmen könnten. Für unsere Orbiter. Und Leute, da würde ich doch einfach mal sagen, jo, den kaufen wir direkt. Und dann wollen wir doch schon mal ausprobieren, was der so drauf hat. Wenn wir nämlich hier unsere Orbiter nehmen, wo haben wir sie? Orbiter Concept. Und dort einmal hier den in der Mitte, den Booster, geben wir mal einen auf 80. Und den hier oben, dem geben wir mal 41. Das sollte schon mal sehr viel effektiver werden.
Und wenn wir dann hier hinten structural quasi einen auf den hier machen. Moment. Packen wir die mal so weit nach unten wie möglich. Noch weiter. So. Wenn wir die dann hier dreimal. Ist das nicht ein bisschen zu weit? So. Aber dann hier oben. Hier oben. So. Können wir den auch irgendwie hier bewegen? Ja, geil. Alles klar. Wenn wir das machen können. Nee, bringt nicht wirklich so etwas, wie ich mir das erhofft hatte. Auf jeden Fall, so könnte das doch irgendwas bringen, oder? Auf jeden Fall, wir kriegen den Orbit locker gebrannt, das ist ganz klar. Da könnten wir doch einfach mal hier mit unserem Too Hot Thermometer da oben rangehen. So. Haben wir uns jetzt einmal frisch gekauft? Nein, jetzt haben wir dreimal gekauft. Das wollten wir nicht. Einmal ist aber zu wenig. Zwei. So. Zack. Zwei ran. Safe. Und jetzt haben wir leider 31 Parts. Ich denke mal, die nehmen wir weg hier, die kleinen Fins da unten. Sonst müssen wir nämlich noch hier unser schönes Vehicle Assembly Building verbessern. Das wollen wir nicht. Und dann hoffen wir doch mal, dass das so ganz gut klappt. Hoffen wir es mal. Wir werden jetzt auf jeden Fall einmal gucken, dass wir hier mit Valentina einmal einen Start hinlegen, beziehungsweise, nee, wisst ihr was, Leute? Wisst ihr was? Wir wollen die Folge nicht überziehen. Wir machen hier eine Pause. Wir werden so gleich weitermachen und dieses Teil hier einmal in den Orbit schicken. Und dann hoffen wir mal, dass das gut klappt. Vor allem, dass wir mit dem Handling gut klarkommen. Und ja. Oh. Was ist das denn hier? Das sind die Struts hier unten. Genau, die sollen doch auch gestartet werden. So, jetzt können wir es. Wir wollen nicht unser Staging verkacken, von wegen, dass die hier festhalten und dann... Naja, egal. Ja, ich würde mal sagen, wir machen eine kurze Pause und dann sehen wir uns gleich wieder am Launchpad in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich sag's schon wieder. Meine Güte, ich komme nicht zu Rande. So, tschüss und bis dann.